In meinem Workshop ging es um Kunst und Games und inwiefern Kunst eigentlich in Museen zu finden, Games in Museen zu finden sind und in welcher Form eigentlich die Kunst auch in Games zu finden ist. Viele meinen ja, Kunst hätte nicht viel mit dem eigenen Leben zu tun, aber das ist doch mehr einem näher, als man denkt. Und Sehgewohnheiten und bestimmte Bildkonstruktionen sind tiefer in der Menschheit verankert oder in der Gesellschaft, auch unabhängig davon, ob jemand regelmäßig ins Museum geht. Und das kann man eigentlich schön bewusst machen, auch anhand von Games, indem man zeigt, zum Beispiel der Wanderer über dem Nebelmeer ist da so ein bekanntes Beispiel, diese Rückenfigur, die irgendwie dafür sorgt, dass man auch in das Bild, also als Stellvertreter im Bild so hineingezogen wird. Das haben wir jetzt der klassische Third-Person-Ansicht in jedem Third-Person-Spiel. Ne? Ein Lehrer hat gestern erzählt, er hat tatsächlich mit Minecraft haben die Modelle gebaut, nachgebaut, richtig plastisch als Kartons, quasi aus Kartons und dann, das funktioniert dann super. Die ganze Klasse war dabei, ganz begeistert. Sie haben einen direkten Bezug zu Ihrem eigenen Alltag, der sonst im Kunstunterricht so eigentlich Ihnen wahrscheinlich nicht klar wird. Also Sie können ganz klar einfach einen Bezug von Kunst zu Ihrem eigenen Alltag herstellen.